Hallo und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Schön, dass ihr wieder dabei seid, denn heute backen wir passend zur Rhabarberzeit kleine süße Rhabarberküchlein. Ich habe mich heute extra für diese süße Kuchenform hier entschieden, weil so könnt ihr die kleinen süßen Küchlein schön verzieren, in diesen kleinen Geschenkkartons reintun, die es auch vom Pampered Chef gibt, und sie dann per Post zu eurer Mama senden. Ich würde sagen, dadurch, dass es die Teigherstellung super schnell geht, zeige ich euch schon mal die Zutaten. Wir benötigen für den Teig 3 zimmerwarme Eier der Größe M, 165 Gramm Butter, die ist auch schon zimmerwarm, 165 Gramm Zucker, 265 Gramm Mehl Typ 405, 150 Gramm griechischer Joghurt, den habe ich jetzt auch schon mal rausgestellt. Außerdem benötigen wir noch 8 Gramm Backpulver, das ist im Übrigen die Menge von einem halben Päckchen. Außerdem noch Vanilleextrakt und insgesamt 300 Gramm Rhabarber, den habe ich hier schon mal aufgeteilt. 3/4 kommen in den Teig und der Rest, den verstreuen wir dann noch oben drauf. Eine Sache vorab ist vielleicht auch noch ganz interessant für euch, denn der Rhabarber enthält einen hohen Spiegel an Oxalsäure und deswegen ist es nicht empfehlenswert für Schwangere, Stillende oder an Menschen auch, die an Gallen- und Nierensteinen leiden. Also für die würde ich den Kuchen nicht zubereiten oder alles mit Rhabarber. Als erstes geben wir nun die Butter und den Zucker in die Rührschüssel und verrühren das Ganze weißcremig. Jetzt rühren wir die Eier nach und nach unter und jedes Ei ungefähr eine halbe Minute. Jetzt fügen wir den Joghurt und das Vanilleextrakt hinzu. Und jetzt geben wir einfach nur noch das Mehl und das Backpulver hinein und rühren das Ganze nur kurz unter. Und jetzt geben wir 3/4 der Rhabarbermasse in die Teigmasse hinzu. Den Backofen, den habe ich im Übrigen schon auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt. Und jetzt nehmen wir unsere süße Kuchenform und fetten die schon mal ein. Ich benutze immer gerne ein Backtrennspray. Das geht einfacher und so ist man in jeder Ritze drin. Und dann füllen wir die Gugelhüpfförmchen ungefähr so zu 3/4 ein. Und jetzt geben wir die kleinen Küchlein in den vorgeheizten Backofen für ungefähr 25 bis 30 Minuten. Ich lasse die Küchlein nochmal so ungefähr 5 Minuten in der Form abkühlen und dann nehme ich das Abkühlgitter, setze es drauf und stürze es einmal rum und lasse die Küchlein so selbst aus der Form fallen. So, ihr
Leckerlieben so schnell so die kleinen süßen Küchleins gezaubert. Ich finde die super, super lecker und die sehen super süß aus. Ich bestreue die jetzt einfach nur noch mit Puderzucker. Und wer mag, kann natürlich auch noch einen leckeren Zuckerguss zubereiten und den zum Beispiel mit Erdbeersirup verfeinern. So habt ihr dann noch eine kleine süße rosa, einen rosa Guss obendrauf. Wer mag, kann da natürlich noch gerne Streusel drauf machen. Das Rezept findet ihr wie immer auf crystalsdelicious.de. Und das verlinke ich euch ja wie immer unten. Und ich habe im Übrigen jetzt auch einen Online-Shop, den verlinke ich euch unten. Da könnt ihr euch ganz bequem alle Artikel von Pampery Chef angucken und auch die angucken, die ich in meinem Video verwendet habe und die einfach bequem zu Hause bestellen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Sonntag. Tschüss!